Herzlich willkommen. Heute möchte ich Sie mitnehmen in das Buch Ezechiel, in das 37. Kapitel. Der erste Vers lautet: Die Hand des Herrn legte sich auf mich, und er brachte mich im Geist des Herrn hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebein. Eine Szene, wie wir sie eher aus apokalyptischen, dystopischen Science-Fiction-Filmen kennen. Wenn ein ganzes Feld voll mit Knochen liegt, denn Gebein ist nichts anderes und es ist definitiv menschliches Gebein, wenn man diese Stelle weiterliest. In Matrix, Terminator finden sich solche Szenen oder The Day After. Alles am Ende. Alles tot, keine Hoffnung mehr. Da ist kein Leben mehr drin oder möglich. Und der Prophet bekommt die Frage gestellt, kann daraus wieder Leben entstehen? Der Prophet ist klug genug zu sagen, das weißt nur du, Herr. Und es ist dann eine wunderbare Szenerie, die entfaltet wird, in der zunächst die Sehnen sich wieder an den Knochen anbinden, in denen dann Fleisch und Muskeln dazukommen, am Ende Haut und Haare. Und dann muss der Prophet noch einmal den Geist bitten, den Heiligen Geist, dass er neues Leben hineingibt. Ich mag diese Szene sehr. Wir lesen sie bei uns in der Gemeinde meistens ums Pfingstfest herum, oft am Pfingstmontag. Einen Ausschnitt davon hatten wir auch am letzten Sonntag, nämlich den Abschluss. Aber das Ganze zu lesen ist so ein wunderbares Bild der Hoffnung, der Wiederbelebung. Ein Bild, das ich zu lesen allen empfehlen kann, die gerade das Gefühl haben, im Dunkeln, in der Verzweiflung, in einer Ohnmacht zu leben. Dieses Bild von Gott, der lebendig macht. Der konkrete Sitz im Leben, in der Entstehung, ist die Zeit, in der viele Menschen aus Israel verschleppt worden waren, hinausgeführt worden in die Fremde, ins Exil, wie man so sagt. Und dort eben nicht die Hoffnung verlieren sollten, sondern Gott sagt ihnen, ihr, die ihr jetzt verzweifelt seid, die ihr in der Fremde seid, die ihr nicht weiter wisst, die ihr denkt, Gott hat euch verlassen, er wird euch herausführen nach Jerusalem, den Ort, wo Gott wohnt in jüdischer Überzeugung, weil dort der Tempel ist, der wieder aufgebaut wird. Für alle, die Hoffnung brauchen, die von einem Wunder hören wollen, ein wunderbarer Text. Und vielleicht, und das ist immer meine Hoffnung, wenn ich das lese, auch ein Hoffnungstext für die Kirche. Viele erleben sie als voll von Skandalen, von Hartnäckigkeit, verhärteten Herzen auf vielen Fronten, Polarisierungen, Auseinandersetzungen, die ausgetragen werden. Und manchmal könnte man meinen, der Kern unserer Botschaft, nämlich an einen Gott zu glauben, der Leben ermöglicht, der neues Leben schenken will, der herausführen will aus den Gräbern, aus den Gräben der Kämpfe auch in eine neue Zukunft. Dieses Bild gefällt mir immer wieder wunderbar und ich hoffe, dass ich das noch erleben kann, dass das wirklich wird. Eine Kirche, die dient und hilft, Leben zu entfalten, zu entdecken oder wie Papst Franziskus sagt, ein Feldlazarett für alle wird. Die Wunden des Weges heilt, die Versöhnung schenkt mit Gott. Das ist mein Traum, dass ich das noch erleben darf, wie unsere Kirche ihren Kernbotschaft erfüllt und Menschen auch damit erreicht.